Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Wild Flowers. Gerade die Aufnahme gestartet, schon verlässt mich meine Stimme. Schrecklich. Es ist immer wieder das Gleiche. Kann ich das links abernten oder sieht das nur, sage ich mal, gut aus? So. Das reicht jetzt noch. Jetzt sind wir schon beim vierten Mal gießen. Und die letzten Male war das ja immer schon nach dem dritten Mal leer. Also ich verstehe es nicht so ganz, aber ich denke mal, es liegt irgendwo vielleicht an der Trockenheit, die dann teilweise ist oder teilweise nicht ist. Ich habe doch keine Ahnung. Oder vielleicht liegt es wirklich an der kaputten Gießkanne. Ich meine, immerhin ist die tierisch verrostet. So. Füllen wir das wieder auf. Wie lange brauchen die hier noch? Oh, 10 Minuten. Oh, ja, klar, die können wir natürlich. Aber wegen dem Honig würde ich gerne mal gucken. Schätze mal, der braucht eine halbe Jahreszeit, bis der überhaupt erstmal fertig ist. So, wo ist Kitty denn? Die sehe ich gar nicht hier. Da müssen wir noch. Oh. Ein Ei. Ja, cool. Dann füttern wir dich doch nochmal. Vielleicht legst du ja noch mehr Eier. Das ist cool. Meine nicht ganz so süße Flügelspiel. Ja, ich habe es halt nicht so mit Hühnern. Ich gebe es ja zu. Wobei das Problem nicht das Huhn war damals, als ich jünger war, sondern der Hahn. Ich habe den Hühnern nichts getan. Meine Freundin hat die Hühner und auch die Hähne ziemlich, ja, aufgescheucht und wollte auch irgendwie immer an den Federn ziehen und weiß ich nicht was alles. Und der Hahn ist dann auf mich losgegangen, weil sie, naja, die Tiere da so brutal misshandelt hat. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja gut, wir waren Kinder, muss ich jetzt dazu sagen. Ne? Also ich will ihr da nichts vorwerfen und das war auch der Hof von ihrem Vater. Aber es war halt nicht so toll für mich dann. So, genau. Nein, wir gehen jetzt erstmal kurz zu Thomas runter. Nicht, dass wir den jetzt wieder nicht mehr finden. Wobei ich glaube, der war jetzt nur drüben, weil er ja irgendwas da zu tun hatte. Ne? Er hatte selber gesagt, der ist sonst nicht, ja, in der Stadt. Thomas. I asked Marty how many animals he planned to have. He said as many as possible. Does he know what all that runoff will do to my soil? Ugh. Ich bin gerade am Überlegen, das Baumwollzeichen. Wir sollten ja noch einen Webstuhl machen. Loom, übrigens ein sehr geiles Spiel, wenn auch ein sehr altes Spiel. Das ist ja die Übersetzung für Webstuhl. Okay, Blaubeeren gibt es immer noch nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wann wir das letzte Mal Blaubeeren geholt haben. Ich weiß gar nicht, wofür wir den Seetang eigentlich brauchten. Kann sein, dass das ein spezielles Rezept war. Wenn wir jetzt Sushi machen oder so, dann bräuchten wir eigentlich auch. Also, ja gut, das ist kein Seetang, das, naja, sind Algen, ne? Das ist nicht direkt das Gleiche. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Abgesehen davon, dass ich gar kein Sushi esse. Kitty ist da, sehr schön. Dann werden wir sie auch noch mal kurz streicheln und dann. Ah ja, dann gehen wir noch mal kurz. Habe ich gerade gesehen, unser Oh, such a good Unkraut cat. jäten sozusagen. Also hier unsere. Na, wie nennt sich das jetzt, was da rauskommt? Oh, wir haben einen Fisch bekommen. Ich meine, das sind Köderfische, die wir von ihr bekommen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Erde. Erde. Nicht Unkraut. Erde. Ich dachte, da kam jetzt irgendwas anderes raus. Ich weiß es nicht. Ich bin heute ein bisschen durcheinander. Ist ja auch egal. So, wir gehen jetzt kurz nach oben, gucken da jetzt nochmal eben, was wir noch ausbuddeln können. Oh, wieder ein neuer Pilz. Wir müssten jetzt eigentlich von den Pilzen unheimlich viele haben mittlerweile. Also von den Pilzen und dann auch noch einige von den Skipilzen. Warum auch immer die Skipilze heißen. So. Hier haben wir noch einen Stein, den nehmen wir natürlich auch noch mit. Zack. Aber da rechts sehe ich jetzt so nichts. Ne, brauchen wir, glaube ich, nicht rüber zu gehen diesmal. Wir haben jetzt auch schon 1900. Das ist sehr gut. I found something. Oh, a recipe.
Ja, perfekt. Maissuppe. Cool. Is it? It is a recipe. Erdbeer-Daiquiri. Daiquiri, okay. Also ein Erdbeerdrink auf jeden Fall. Ja, hammergeil. Das würde ich jetzt auch gerne nochmal kurz nutzen, einmal draufzuhauen. Einfach nur, weil wir nämlich jetzt bald kein Holz mehr haben werden. Wenn wir dann irgendwann genug von dem Dings haben. So, hier sehe ich jetzt so nichts mehr. Dann können wir uns jetzt endlich aufmachen. Ich hoffe inständig, dass der Juwelier hier, ich vergesse immer den Namen, dass der heute auch auf hat, weil ich dem nämlich gerne die Sachen bringen würde. So, also, wir müssten jetzt erstmal zur Schmiedin runter. Dann gucken wir mal, wie viel Eisenerz wir dann letztendlich bekommen haben. Und ich hoffe inständig, dass wir genug Silber bekommen haben. Ich meine aber, für Silberbarren bräuchte man drei, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Dann hätten wir nämlich definitiv eins zu wenig. So, mit dir quatschen wir am I besten want to be erstmal, ja. better friends with Vanessa. She's the only other woman who regularly comes to the Consciousness Center. But she's so regal, you know? Does she have friends? Does she even need them? Das weiß keiner. Okay, erstmal das, was mich am meisten. Oh, wir brauchen nur zwei. Sehr geil, sehr geil. Du rettest mir das Leben. Okay, dann haben wir eigentlich noch. Wir brauchen keinen Kupfer mehr. Wenn wir aber irgendwann genug Silber zusammen hätten. Ich will jetzt nicht doppelklicken. Und nochmal 1000. Okay, das wird dann nochmal teurer. Sie ist leichter und verbraucht so weniger Energie. Ja gut, das würde mich schon reizen, bin ich ganz ehrlich. Aber dann würde ich als erstes die Spitzhacke wahrscheinlich nehmen. Und das war, nee, das war eine Eisengießkanne. Oh. Brauchen wir nur 5 Eisen für. Aber ich muss jetzt definitiv alles erstmal da reinstecken, dass wir hier. Kann man festhalten, okay. So, jetzt ist die große Frage. Silberbarren, ja, ich weiß. Mache ich gleich, wenn er überhaupt da ist. Nein, ich wusste es. Uns fehlen 4 Stück. Oh. Okay, wir gucken jetzt erst einmal kurz bei Francis nach. Der hat offen, sehr schön, dann können wir das abgeben. Is this the kind of silver you need? Oh, Tara, this is perfect. I can't thank you enough. Just give me first look at the rings when you're done. They're going to be stunning. By the way, have you ever heard of creatures in the mine with pink hair and gray skin? Honey, you must have grabbed this silver off a gas vent or something. Yeah, that was probably it. Here, this is for you. Thanks so much. 145 und dafür die ganze Mühe. Hallo, ich dachte, ich werde jetzt hier wirklich großartig belohnt, königlich belohnt. Nein, natürlich nicht. I just adore Wesley. There's a man who knows his suit size. Most men go a size too big. It's strange though. I told him I'd stop by his store in Milkwater, and he looked panicked. Maybe he's doing renovations or something. I suppose. So, okay. Ach so, der steht jetzt auch gerade hier. Dann quatschen wir mit dem auch noch mal kurz. Giva is really something, isn't she? I wonder if she'd like to have drinks at Damon's some night. Redet der jetzt gerade von der einen, die lesbisch ist? Hieß die so? Die so was komisch aussieht. Also, ja, was komisch aussieht, ist blöd ausgedrückt. Ich meine, jeder kann natürlich Frisur und alles haben, wie er möchte. Nur irgendwie so insgesamt finde ich, ja, also wäre überhaupt nicht mein Stil, sagen wir es mal so. Es würde zumindest erklären, warum sie gesagt hat, dass er sie immer so komisch anstarrt. Ach, wie geil ist das denn? Aber auch irgendwie schade, der Arme. Gut, was fehlt uns jetzt noch? Ich habe es wieder vergessen. 2 Stück, oder? Nee, 4 Stück. Das heißt, wir müssen 8 Eisenerze noch bekommen.
Ja, dann gehen wir mal in Level 10. Da haben wir ja quasi von allen etwas bekommen. Ich schau mal, was ich noch so bekomme. Und schalt euch dann gleich wieder hinzu. Da müsst ihr den Kram hier nicht mit angucken. Bis gleich. Yes! Und das war der Minenschlüssel. Leider habe ich ein bisschen zu schnell drauf gedrückt. Perfekt. Dann schauen wir doch mal eben, was sich dahinter noch verbirgt. Ah, oh, ist das geil. Moment, hinten konnte ich noch einen Stein nehmen. Den nehmen wir doch mal mit. Ich habe zwar bisher, glaube ich, noch überhaupt gar keinen Einsatz für diese Steine gesehen, aber ich meine immerhin, ne? So sieht's aus. Pilze gibt es hier auch wieder. Ist von allen so ein bisschen, schätze ich mal. So, kann man nicht über den Lehm drüber laufen. Na gut. Okay. Aber so jetzt nichts Besonderes, so wie es aussieht. Also kann sein, dass das wieder versteckt ist. Aber zumindest nichts, was man jetzt so mit den bloßen Augen sehen kann. Gut, dann mache ich weiter. So, ich schaue allerdings noch mal kurz, bevor ich hier weitergehe. Genau, den Webstuhl, den haben wir jetzt hier drin. Da brauchen wir auch wieder Eisen und neues Holz für. Gut, ich mache den jetzt erstmal noch nicht, weil wir noch nicht genau wissen, wie viel wir jetzt rausbekommen. Aber vielleicht haben wir ja Glück und es bleibt noch ein bisschen was übrig von dem Eisen. Dann könnten wir auch direkt den Webstuhl noch mitmachen. Ich meine, es ist Wahnsinn, was jetzt alleine an Kupfer überhaupt rausgekommen ist. So, Moment, Eisenbarren, das ist ganz wichtig. Es sind nur noch 8. Ja. Ach so, doch, Moment, wir brauchten ja, glaube ich, nur noch. Ja. Oh, dann haben wir sogar wirklich noch genug dafür. Sehr, sehr geil. Das heißt, dass wir alles haben. Gut, dann hätten wir jetzt nur 4 Holz, dann könnten wir das noch nicht machen. Dann müssten wir das an einem anderen Tag machen, ist aber nicht schlimm. Ja, dann würde ich sagen, wenn er denn aufhat. Ich glaube nämlich, dass er gerade freitags geschlossen hatte, wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Messenger Cameron tells us not to eat too many carbs. It's bad for our concentration. But he still buys pastries from me all the time. He's so supportive. Or he has a sweet tooth. Hey, why can't it be both? Ja, warum sollte das nicht beides sein? Ich meine, man kann ja auch jemanden unterstützen und trotzdem Lust haben auf sowas. Ach, Erdbeeren. Ah, aber ich glaube, Erdbeeren war jetzt. Obwohl, Erdbeeren sind ja eigentlich im Sommer. Kann ich da welche holen? Ich weiß es gerade gar Our nicht mehr. community is full of caring and clever people. That's why they voted for me. That's a little mayor humor. So, guck mal bei dir jetzt noch mal eben. Girl, why are you still wearing that jacket? The air is on fire out here. It's just, I love it so much. I can't take it off. Whatever you say. I wish you'd let me sew you one of those cute little gauzy scarves. They're perfect for summer. Ja, du solltest tatsächlich den Blumenladen hinschmeißen und endlich mal eine Boutique aufmachen. Abgesehen davon, naja gut, im Sommer, okay, würde ich jetzt die Jacke dann auch nicht tragen. Wenn sie schon mit so einem kurzen Röckchen rumläuft, dann kann sie auch ohne Jacke laufen, dann ist es ja warm genug. You have such nice eyebrows. Oh, no, I didn't mean to say that out loud. Oh, that's quite all right. I'm very proud of them, actually. Brow pencil and just a touch of hairspray. That's my secret. Haarspray. Warum zur Hölle sollte man Haarspray auf seine Augenbrauen machen? Ich meine, Augenbrauenstift, okay, klar. Wenn man mal was korrigieren möchte, was man falsch gezupft hat. Oh, er ist da. Er ist da. Ich kann gerade den Gedanken nicht zu Ende führen. Ich muss dringend hier was machen. Was wollte ich denn überhaupt jetzt machen? Ich wollte die Scheune machen, ne? Dafür habe ich jetzt gespart. Ja, genau. Ach so, ich muss. Oh nein, ich muss ja noch die Steine wegräumen.
Dann würde ich sagen, dass wir das in der nächsten Folge machen. Es sei denn, ich habe noch einen Trank, da muss ich jetzt mal gucken. I finally got to walk up to the mountain pass and I saw all kinds of wildflowers. I didn't even recognize all of them. Thanks for your help in fixing up that bridge. Everyone in town's gonna love it up there. Oh, ich habe es auch geliebt, als ich das erste Mal da hochgegangen bin. Ah, ich kann mich noch an die Folge erinnern. Was stehst du? Ne, mit dir habe ich aber schon gesprochen. Hm, die Blumen haben wir jetzt gerade erst gepflückt. Die können wir sowieso nicht mehr machen. Du bist die Ärztin. Mit dir habe ich noch nicht gesprochen. Damon posted a sign in his bar that said, "Save water, drink beer." I made him take it down. Dehydration is no laughing matter. Naja, sagen wir es mal so. Im Bier ist auch Wasser drin, ne? Also dehydrieren, achso, das war das Schild, weiß ich nicht. Also verdursten wird man garantiert nicht, wenn man jetzt nur Bier trinkt. Allerdings würde man ziemlich besoffen sein, wenn man den ganzen Tag tatsächlich nur Bier trinkt. So, da ist sonst nichts mehr. Dann können wir noch kurz mit Shelby sprechen. Können wir das von hier aus machen? Try giving Angus a recipe from back home to use up leftover bits of bread. No reason to waste what's perfectly useful. Hm, das ist richtig. Passt auch sehr gut auf Kleidung und so weiter. Gut, bei Schuhen muss ich sagen, würde ich eine Ausnahme machen. Es sei denn, man hat einen Garten. Mit Schuhen weiß ich jetzt nicht, ob das so gut aussieht. Die könnte man theoretisch aber auch, wenn das nicht zu hoch geht, an den Knöcheln könnte man die theoretisch auch senkrecht hängen. Einfach oben ein Loch reinmachen mit einem Widerhaken rein. Oh. Und dann könnte man die zum Beispiel für Blumen nehmen. Also ich habe das mit, mit Gummistiefeln damals gerne gemacht. Da habe ich einfach Erde reingemacht und habe Blumen ausgesät. Oder man kann auch Kresse oder sowas da reinmachen. Sieht ziemlich hübsch aus. Have you seen the earrings that Giva wears? They're so cool. She's so cool. I want to know all about her life, but whenever I see her, I can't think of anything to say. Warum? Ich meine, ich quatsch mit den Leuten jeden Tag, Mädel. Einfach hingehen, ansprechen und ich sag mal, wenn die Person freundlich ist zu einem und freundlich zurückspricht, dann gibt's auch keine Probleme. Okay, der hat, wieso hat der freitags eigentlich geschlossen? Gut, sonntags würde ich mich jetzt mehr darüber wundern, aber... Nein, ich will erst mit dir sprechen. Hallo. Ich möchte mit dem sprechen, wo ich vorstehe. Damon, do you ever get out in nature at all? Nah, it's too hot. And the only flies I like are barflies. Ja, dann mit dir nochmal. Let me know if you want me to set you up on a date. Natalia complains about being single, but she never takes me up on my offer to set her up. I can only help those that want to help themselves, you know? Ja, aber wenn sie sich doch selber helfen wollen würde, dann bräuchte sie ja nicht deine Hilfe, also... Otto made a comment about how easy it is to stand around and cut up meat. Easy? Easy? There are 40 ways to slice beef alone. Also, ich habe gerade peinlicherweise mitbekommen... Ich vergesse ja, wie gesagt, immer die Namen, dass sie Kim heißt und der Typ dann vermutlich eine komplett andere meinte. Nein, halt, bevor der jetzt hier gleich raus... Oh, I always love when you stop by, Shelby. Take care. Hey, I didn't realize you came into town or bought things from Lena's store. Marcus is my friend, yeah? Why wouldn't I buy canned goods here? My dad lives in Milkwater, remember? Parker and I run the store now. Oh, yes. Hard to keep all that straight. Oh, you knew Lena's father? How long have you lived on the island? Here's a riddle for an answer. What is older than we can fathom, but is reborn every month? Ich glaube, ich weiß es. Hmm. Is it the moon? That's right. Or at least... One way to be right. There's no such thing as a simple question, Tara Wilde. Or a simple answer. Ah, classic Shelby. Be kind to him.
He understands time differently than us. I'll do my best. Also das habe ich jetzt noch nicht gemerkt, dass der irgendetwas anders versteht. Ich habe halt nur mitbekommen, dass er viel weiser ist als die meisten. Ursprünglich wollte ich aber eigentlich mit dir reden, damit du nicht wieder abhauen kannst. I came across Giva wrapping up a meditation session on the beach and we got to talking. Turns out we have more in common than I might have imagined. I'm glad she's here. Ach, der meinte, glaube ich, die neue, die Forscherin. Jetzt habe ich es gecheckt. It's so hot, the kids have even expressed an interest in joining Parker when he goes to the Consciousness Center. Cameron's got his AC blasting at all times, of course. Müssen wir da noch irgendwas? Wir haben aber nur 65. Wie viel? Ach so, genau, die Erdbeeren. Wollte ich einmal holen. Ich weiß nämlich nicht, ob ich die jetzt noch gepflanzt hatte oder nicht. Mehl habe ich nicht so viel. Da würde ich sagen, nehmen wir auf jeden Fall nochmal welches mit. Ja. Ja, ja, doch. So, mit dir muss ich noch reden. Oh, oh, Tara. I didn't see you there. I was just, napping on the job? I call it being one with the moment. It's just super warm and cozy under the tent. Ja, einer der Gründe, weshalb ich immer noch dafür bin, dass wir im Sommer am besten gar nicht mehr arbeiten gehen. Wobei im Winter am besten auch nicht, weil da ist es eiskalt und da kommen neuerdings immer irgendwelche Stürme durch diese ganze Manipulation. Deswegen, ja, ist das halt auch doof. I almost told Mom I like fennel, cause it's like licorice. But then I remembered she called raisins nature's candy. I can't deal with another round of that. So, Kleiner, und du? Us not having a school bus like the kids on TV means I'm missing out on some prime pranking opportunities. Okay, dann haben wir, soweit ich weiß, alle durch. Ich gehe aber jetzt mal oben rum, weil das ist ein bisschen schneller, wie ich finde. Das heißt ein bisschen schneller, also dann ist man ja direkt da. Die Frage ist jetzt, was wollte ich über... Achso, ich wollte das wegmachen, genau. Lauf doch einfach da durch, anstatt hier drin hängen zu bleiben. So, die Frage wäre jetzt... Einen Trank habe ich noch. Das ist so... Ja, Das ist doch alles doof. Na gut, ich mache das nur für euch. Damit wir hier mal weiterkommen. Ich hoffe, dass das überhaupt funktioniert. Und ich da jetzt nicht noch mehr brauche. Weil das ist ein ziemlich großer Brocken. Und ich weiß, dass der ziemlich lange gebraucht hat, bis der weg war. Obwohl, na, das ist doch ein bisschen kleiner, als ich gedacht habe. Aber die brauchen trotzdem wahnsinnig lange. Achtmal. What's this? Oh. A recipe? Ein Rezept über, also von Flan, für Flan, wie auch immer. In einem so riesigen Stein drin. Das ist auch nicht schlecht, ja. Oh, jetzt lauf, komm. Ich weiß nicht, wie lange der überhaupt noch offen hat. So. Nein, 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 nein. Oh. Mann, du selten blöde Kuh. Mach doch einmal das, was ich hier angebe. So. Jetzt dürfte aber nichts mehr drin sein. Also der Baum draußen, der dürfte eigentlich nicht stören. Jetzt gehen wir ganz schnell nochmal rüber. Oh, ich hoffe, das schaffen wir noch. Wir haben schon 20 vor 4. Eieieiei, das wird ganz, ganz knapp. Drückt mir bitte die Daumen. Ich weiß nämlich nicht, wann er schließt. Ich befürchte allerdings, dass er wahrscheinlich gegen 4 oder so schließt. Oh, lauf, 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 lauf. Oh, komm. Da oben kann ich mich nicht dran aufhalten. Lauf, 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 lauf. Ha! Okay. Scheune. So. Bauen. Ja. I'll get started fixing up that old barn right away. Should only take a day or so.
Dankeschön. Okay. Jetzt geht er nämlich raus, ne? Ja, ich wusste es. Oh. Ihr habt mir die Daumen gedrückt. Vielen, vielen Dank. So, mit dir muss ich auch noch kurz reden. I didn't know you could be a scientist and still run around on mountaintops and wear cool jewelry. Maybe I can be a pro skateboarder and a scientist. Sebastian, that would be incredible. Ja, das wäre wirklich fantastisch, wenn er mit seinem Skateboard und coolen Schmuck ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Forschen möchte, so. Das ist natürlich mal eine richtig geile Kombination. Ja, ich würde sagen, weil ich laufe jetzt auch gerade wieder zurück. Ich schau mal eben kurz. Ach so, wegen den Erdbeeren wollte ich noch kurz gucken. Oh, das Fest ist auch schon in 6 Tagen. Ich glaube nicht, dass ich bis dahin den Honig hinbekomme. Ich weiß es nicht. Das mit dem Webstuhl, das muss ich ja nicht unbedingt dann machen. Limonade kann ich ja theoretisch auch noch ein bisschen mit warten. Ich brauche ja überhaupt erstmal den Zucker. Den muss ich mir ja noch herstellen. Ach so, Moment, wie viel Holz? Ich habe 4 Holz. Da könnte ich doch rein theoretisch gucken, dass ich mir noch mal kurz einen Webstuhl mache. Er hat schon alles vorbereitet für morgen. Sehr geil. Es heißt aber auch gleichzeitig, weil er jetzt quasi Feierabend gemacht hat, dass er dann übermorgen erst... Ach, dafür brauchen wir auch noch Holz. Okay. Dann würde ich sagen, dass wir dann doch noch mal ein bisschen Holz hier holen. Yes. Und Karabonga. So. Haben wir hier noch was? Na. So, perfekt. Dann mache ich aber trotzdem noch mal einen. I'm all out of strength. I could... Ja, ist gut. Oder ich mache keinen mehr, weil sie wieder am Jammern ist, dass sie wieder mal keine Ausdauer hat. Na gut, ich wünschte mir auch, dass wir das Ganze irgendwie wegzaubern könnten oder so. Aber das wird wahrscheinlich ewig ein Wunsch bleiben. Dann würde ich sagen, gucken wir nochmal kurz. Webstuhl. Ja, 15 braucht man dafür. Achso, ich habe keine 120. Nein. Ah, ich habe gar kein Geld mehr. Oh, ist das doof. Na gut. Dann müssen wir doch nochmal irgendwie Fischstäbchen machen. Wobei wir, glaube ich, jetzt keinen Fisch haben, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Doch, den haben wir. Den können wir nehmen. Ah, den Tintenfisch möchte ich ehrlich gesagt nicht nehmen. Das Problem ist nur dann umzuschalten. Ne, den habe ich auf jeden Fall nicht. Naja, gut. Nee, falsche Taste. Ich denke nicht, dass ich das noch schaffe, da noch hinzukommen. Deswegen würde ich mal sagen, ich verabschiede mich schon mal für heute, lege mich eine Runde aufs Ohr und dann werde ich gucken, dass ich morgen früh noch mal ein bisschen Holz hole, dass wir für die Limonade, für den Limonadenstand wieder genug zusammen haben und dass ich die Fischstäbchen verkaufe und wir den Webstuhl schon mal machen können. Bis dann, gute Nacht und ciao. Is it time for bed? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen willst, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.